Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen in der Alten Schmiede. Ein Abend heute mit Lesungen und Gesprächen zu Konservatismus, Ausgrenzung und Rassismus in Politik und Literatur. Wir freuen uns, dass Julia Rabinowitsch mit der Initiative und dem Vorschlag für diesen gemeinsamen Abend mit Natascha Strobel an uns herangetreten ist vor einiger Zeit und dass wir diesen Abend heute realisieren können und dass Sie beide heute bei uns zu Gast sind. Ich muss die beiden sicher nicht mehr im Detail Ihnen vorstellen. Julia Rabinowitsch kennen wir als Autorin von Romanen und Theaterstücken, aber auch als Kolumnistin und Publizistin in diversen Medien, im Standard vor allem sehr häufig. Das Buch, aus dem wir heute hören werden von Julia Rabinowitsch, das ist ihr aktuelles Buch, ihr aktueller Jugendroman, Dazwischen wir, das Buch, das heuer im Hansel Verlag erschienen ist, das die Fortsetzung eines sehr erfolgreichen, mehrfach ausgezeichneten Jugendromans aus dem Jahr 2016 von Julia Rabinowitsch ist, dem Buch Dazwischen ich. Die Geschichte rund um Madina, ein 15 oder damals, muss man glaube ich sagen, 15-jähriges Mädchen, das aus einem Kriegsgebiet zu uns geflüchtet ist, eine in Tagebuchform, also sehr nah an der jugendlichen Ich-Erzählerin dran, erzählte Geschichte rund um Freundschaft, Migration und das Erwachsenwerden und eine Geschichte, die in dem neuen Roman, wie gesagt, jetzt fortgesetzt wird. Natascha Strobel ist Politikwissenschaftlerin hier aus Wien. Sie forscht zu den Themen Rechtsextremismus und neue Rechte mit reger Publikationstätigkeit, ebenfalls in diversen Tageszeitungen oder auch auf dem eigenen Blog nazanalysen.at. Ihr aktuelles Buch Radikalisierter Konservatismus, eine Analyse, letztes Jahr in der Edition Suhrkamp erschienen. Dieses Buch ist seit Erscheinen vielfach diskutiert und auch heuer, ich glaube, gerade eben war die Preisverleihung vor einigen Tagen mit dem Bruno Kreisky oder mit einem Bruno Kreisky Anerkennungspreis ausgezeichnet worden. Also Jugendbuch und politikwissenschaftliche Analyse, das ist ein ungewöhnliches, aber sehr, glaube ich, spannendes Aufeinandertreffen, auf das wir uns heute freuen dürfen. Ich darf Sie abschließend nur nochmals ersuchen, sehen Sie, sind alle vorbildlicher, dass wir heute bitte die FFP2-Maske tragen und aufbehalten und wünsche einen interessanten und erkenntnisreichen Abend. Bühne frei und Applaus für Natascha Strobel und Julia Rabinowitsch. Danke. Ich wollte mich bei allen noch zusätzlich bedanken für die Masken. Es tut mir sehr leid, dass das jetzt nötig war. Es könnte sein, dass ich vielleicht auch kurz Pause machen muss. Ich bin gerade nicht ganz gesund, aber ich verspreche, dass ich nächstes Monat schon ganz gesund bin und niemanden mehr um Masken bitten werde und mich extra noch einmal dafür bedanken möchte. Soll ich mal auswälzen? Wir haben, obwohl wir ja doch sehr unterschiedliche Werke verfasst haben, haben wir festgestellt, dass es sich um sehr viele Parallelen handelt, die zwischen diesen Büchern oszillieren und sich verknüpfen. Denn diese Ausgrenzung, die Spaltung der Gesellschaft, die bei Natascha Strobel ganz stark thematisiert wird, kommt natürlich auch in diesem Jugendbuch zu tragen, auf einer anderen Ebene, in einer anderen Sprache und auch natürlich auch teilweise mit anderen angedachten Rezipienten und Rezipientinnen. Aber im Endeffekt ist es etwas, das sich durch beide Bücher zieht. Wie entsteht eine Spaltung? Wie gehen wir mit ihr um, nachdem sie schon entstanden ist? Wie fühlt sich jemand, der Opfer einer solchen Ausgrenzung und Spaltung geworden ist? Was bedeutet Zivilgesellschaft? Wie kann sie reagieren? Wie sollte sie nicht reagieren? Das alles sind Dinge, die uns beide beschäftigt haben. Und aus dem Grund habe ich mir auch gedacht, dass da ein gemeinsamer Abend der Beginn von etwas ganz Wunderschönem sein hätte können. Und ich bin sehr froh, dass es auch dazu gekommen ist. Wir haben nämlich gedacht, wir teilen uns den Abend so auf, dass ich für den Spaß zuständig bin und die Natascha für den Ernst. Nein, dass ich die sehr persönliche Sichtweise der Protagonistin meines Buches für sich sprechen lasse
Und die Theorie bei Natascha liegt natürlich. Ich bin sehr gespannt, wie wir das heute schaffen. Ich hoffe, wir schaffen es. Martina, meine Protagonistin, die uns durch die Geschichte führt, ist nicht mehr 15, die wird schon 16 in diesem Buch in der Fortsetzung. Sie ist aus einem Kriegsgebiet geflüchtet, auch dort hat sie schon Spaltung und Ausgrenzung erlebt. Dieser Bürgerkrieg, der sich in ihrem Heimatland abspielt, ist für mich immer so ein warnendes Echo eigentlich an unsere Gesellschaft gewesen, denn es kann überall passieren, wie wir jetzt auch beim Ukraine-Krieg sehen. Es kann überall passieren, diese Brutalität und dieser Funken, der dann plötzlich überspringt und auf einmal ist die Welt nicht mehr so, wie sie davor gewesen ist. Und erneut sind Menschen geflüchtet und gezwungen zu flüchten. Und das, was Martina erlebt, erleben viele, wollte ich nur kurz gefasst sagen. Und das, was Martina erlebt, sollte man nachvollziehen können, habe ich mir gedacht, gerade Jugendliche unter anderem, weil es wichtig ist zu begreifen, was es bedeutet, um es verhindern zu können, vielleicht das nächste Mal. Um da mal ganz kurz in die Geschichte einzusteigen, Martina ist in Sicherheit geblieben, sie haben ihren Asylantrag positiv beantwortet bekommen, das war das, um was es im ersten Teil des Buches gegangen ist. Es ist auch unter anderem darum gegangen, wie geht es mit ihrer Familie weiter. Im zweiten Buch ist die Sache dann klar, der Vater hat die Familie verlassen, er ist ins Kriegsgebiet zurückgegangen, unter anderem um seine Familie, die dort zurückgeblieben ist, zu retten und zu schützen. Martina ist zurückgeblieben als Verantwortliche für die Familie, weil sie als Einzige gut Deutsch spricht und auch als Einzige selbstbewusst genug auftritt. Und er, der Vater, überträgt ihr auch quasi ganz bewusst diese Verantwortung, was eigentlich sehr brutal und überfordernd ist. Und Martina nimmt diese Aufgabe an und versucht, ihr gerecht zu werden, was natürlich für eine junge Frau kaum machbar ist. Im zweiten Teil ist es schon ein bisschen anders. Die Familie muss mit dem Verlust des Vaters klarkommen. Und die Tante, die jetzt Therapie erhält und die in Deutschkursen sitzt, beginnt sich nach und nach zu erholen und auch nicht mehr sehr verloren zu sein. Die Mutter ist nach wie vor sehr verloren und wartet hauptsächlich auf den Vater. Und die Freundschaft mit Laura, die auch schon durchs erste Buch getragen hat, trägt auch hier immer noch. Und der kleine Bruder ist natürlich durch die Situation nochmals retraumatisiert. Der Vater ist weg, Krieg ist wieder präsent für ihn. Und Martina versucht, zwischen all dem zu vermitteln und zu beschützen. Und alles wäre nicht so schlecht. Sie kommt gut an, sie ist in der Klasse gut angenommen, sie hat das Gefühl, sie gehört endlich dazu, sie ist keine Außenseiterin mehr. Und dann, als alles gerade so schön im Werden ist, beginnen rassistische Schmierereien aufzutauchen in dem Ort. Zuerst einmal am Hauptplatz, dann demonstrieren dort so ein kleines Grüppchen Leute, 4, 5, dann werden sie mehr und dann noch ein bisschen mehr. Und ursprünglich hat Martina große Angst vor ihnen. Und dort, wo ich jetzt den ersten Teil setze, da ist es noch nicht so ganz klar. Da beginnt diese Spaltung erst, da sind nur ein paar Maxeln am Hauptplatz, die meisten nehmen sie noch nicht ernst. Es wird dann nachher anders werden. Und Martina hat das erste Mal Kontaktaufnahme mit ihnen sozusagen. Darf ich mit, nölt mein kleiner Bruder, darf ich die Leine von Cassandra halten? Ich kann das, ich bin stark genug. Und er beugt seinen kleinen, dürren Arm, als ob er einen Bizeps spielen lassen könnte. Lach nicht, ich kann das. Komm, du Held, Cassandra verfängt sich in der Leine, wenn du nicht drauf achtest. Ich schiebe ihn vor die Haustür, wir gehen. Ich schaue nervös herum, weil ich die Chance haben möchte, rechtzeitig zu flüchten, wenn wir Sophie und Laura sehen. Aber diese Sorge ist völlig unbegründet, keine Ahnung, wo sie stecken, vielleicht im Wald. Cassandra ist unruhig, weil sie nicht gewohnt ist, dass Laura nicht mitkommt. Sie schnüffelt und versucht, ihre Fährte aufzunehmen. Dann macht sie plötzlich einen Sprung und zieht uns in Richtung Hauptplatz. Rami rennt mit ihr vor und kreischt und lacht so laut, dass eine alte Frau kopfschüttelnd über ihre Rosenhecke drüber schaut zu uns. Rami, leiser, sage ich. Cassandra, langsamer. Keiner hört auf mich. Rami verschwindet um die Ecke.
ich will nicht laufen, ich will verdammt nochmal einmal mein eigenes Tempo haben. Ich gehe also betont und absichtlich langsam und dann höre ich es. Was willst du hier? Verschwinde und nimm deinen Köter mit. Und eine andere Stimme, eine Frauenstimme. Darfst du überhaupt Hunde anfassen? Ist bei euch doch verboten. Und eine dritte Stimme. Ihr esst doch Hunde, oder? Wart, ich nehme ihn dir weg und mache eine feine Suppe aus ihm. Mir wird heiß und kalt. Meine Füße beschleunigen aus dem Stand wie so ein Rennauto. Ich fetze um die Ecke und sehe zwei junge Männer und ein Mädchen, die mit dem gelb blondierten Zopf, die ich schon mehrmals auf dem Hauptplatz mit ihren verkackten Schildern habe rumstehen sehen. Sie haben meinen kleinen Bruder umringt. Rami ist ganz grün im Gesicht. Cassandra knurrt, ihr Fell ist im Nacken gesträubt, wie bei einem Drachen. Der größere Mann macht einen Schritt auf ihn zu und dann sieht er mich. War nur ein Scherz, beeilt er sich zu sagen. Und der andere Mann lacht und sagt, nein, nein, das war die reine Wahrheit, gib schon her. Und da beugt sich Rami hinunter. Ich fahre zwischen die beiden wie ein Blitz. Ich wünschte, ich könnte sein Hemd versengen, das einen Augenblick sehr nah an meinem Gesicht ist. Er ist riesig, verglichen mit den beiden anderen, die in widerliches Gelächter ausbrechen. Ich sage gar nichts. Ich packe Rami an der Hand und nehme Cassandras Leine ganz kurz in die andere und jage mit beiden die Gasse hinab, um die Ecke, noch um eine, bis wir unser Haus von Weitem sehen können. Ich hasse meine Fluchtbereitschaft. Jetzt bin ich schon das zweite Mal vor denen weggelaufen, statt ihnen Kontra zu geben. Ich hab's einfach nicht besser hinbekommen, ging nicht, konnte nicht. Rami zittert ein bisschen. Wollten die uns was tun? Nein, die wollten nur blöde Witze machen. Ich versuche so überzeugend zu sein, wie es nur geht. Er greift meine Hand noch etwas fester, so, dass es schon ein bisschen wehtut, bis das Zittern sich widerlegt. Und dann, als diese Schmierereien immer mehr werden, beginnen Martina und ihre Freunde auch tatsächlich etwas dagegen zu unternehmen. Sie gründen eine Gang, die diese Schmierereien wieder übermalt und übersprüht und ziehen los, wenn es Alarm gibt. Natürlich geht das irgendwann mal schief, aber das kommt erst sehr viel später. Und bevor die Natascha sehr gut einsteigen kann, werde ich diese eine Stelle noch lesen, die ich eben so schön parallel zu unseren Büchern finde. Lynn meldet sich am späten Abend, als Laura und ich uns gerade anschicken, so richtig entspannt im Pyjama fernzusehen, wie so ein ganz normales Freundinnenpaar, das gar keine Probleme miteinander hat und schon gar keine Geheimnisse. Sie waren wieder da, bei uns im Ort. Das war's mit gemütlich. Ich verdrehe die Augen. Aber wenn du eine Heldin sein willst, dann musst du einfach immer wieder aufstehen. Und wenn es noch so kuschelig ist unter der Decke. Das bedeutet wohl Alarm für die Gang, gähnt Laura. In 10 Minuten sind wir startklar. Sie schlüpft aus dem Pyjama und während sie sich anzieht, ruft sie nach Cassandra. Nein, sage ich, wir ziehen sie nicht mit rein. Ach komm, das wird lustig, warum soll sie nicht dabei sein? Weil es nicht lustig ist, verdammt. Ja, ist schon gut, was regst du dich so auf? Laura verdreht die Augen, zieht den Reißverschluss ihres Mantels zu, setzt die Kapuze auf. Und ich schnüre meine festesten Schuhe, solche, in denen ich gut laufen kann. Das hat mir mein Vater beigebracht, als wir gingen. Kein falscher Ballast und gute Schuhe. Gute Schuhe sind schon halb gewonnen. Das ist der Ort, in dem Lins Vater sein Atelier hat. Er ist kleiner als unserer, da kann man die Häuser an einer Hand abzählen. Bis auf Lins Eltern gibt es dort weit und breit niemanden, dessen Vorfahren nicht schon die letzten 100 Jahre hier gelebt haben, vermutlich. Und bei ihren Festen waren vermutlich auch alle aus diesem Ort mal eingeladen. Lin hat eine tiefe Zornfalte mitten auf der Stirn. Lin ist nämlich das Kind von einem türkischen Künstler und einer autochthonen Mutter und kennt dadurch beide Welten und natürlich bezieht sich dieser Spruch auf diesen Künstler, der dort lebt. Ich habe keine Ahnung, wer das macht, sagt sie, aber allein das Gefühl, ich könnte die kennen,
am Tag freundlich von ihnen gegrüßt werden. Aber vielleicht sind einfach nur die vom Hauptplatz hier vorbeigekommen, tröste ich sie. Vielleicht ist es niemand von den Menschen von hier. Wir dürfen gar nicht anfangen, so zu denken. Das macht den ersten Riss auf. Und aus dem Riss werden tiefe Gräben, wenn sich die Sache verselbstständigt. Und am Ende landet man dabei in der Vorhölle, denke ich, wie bei uns zu Hause, wo zuerst die Menschen im Nebenhaus nicht mehr gegrüßt haben und ich etwas später nicht mehr mit den Nachbarskindern spielen durfte. Und noch später wurde unser Garten angezündet, einfach so. Omas schöne alte Apfelbäume in Flammen. Sie stand da und sah zu, bis sie ganz abgebrannt waren, stand da, bis der graue Nebel sich lichtete, bis die Asche am Boden erkaltet war, stand da und wich keinen Millimeter zurück. Ihr Gesicht damals habe ich mir bis heute gemerkt, die Sehne auf der Wange, die die tiefen Falten darüber in Bewegung setzten. Nein, das will ich hier nicht wiederholen. Ich nicht. Ich schiebe das Bild mit dem Umriss meiner kleinen Oma vor ihrem brennenden Garten wieder weg. Jeden Gedanken an meine Oma. Ich muss jetzt klar sein, konzentriert. Ich denke an die Typen auf dem Hauptplatz, an die Unterhaltung im Kaffeehaus, an den Spaziergang mit Rami und Cassandra. Die Spraydose liegt gut in der Hand. Ich schüttle sie und setze dann an. Das Zischen des Farbstrahls ist eine Befreiung. Vielen Dank. Ich danke. Dankeschön. In meinem Buch habe ich nicht so schön literarisch geschrieben wie die Julia, es ist ein Sachbuch. Mein Buch geht darauf zurück, dass mir aufgefallen ist, dass es in den letzten Jahren Veränderungen innerhalb von konservativen Parteien gegeben hat, dass der Konservatismus, der Nachkriegskonservatismus, wie wir ihn kennen, zum Beispiel repräsentiert durch Angela Merkel in Deutschland, dass es da Gruppen innerhalb dieses Konservatismus gibt, die eine andere Strategie für diesen Konservatismus haben. Und dass dieser Wechsel aber nicht außerhalb stattfindet, sondern innerhalb der Parteien. Und das ist ganz wichtig, denn wir haben es mit den Republikanern in den USA. Das ist eine konservative Partei, ist nicht eine extrem rechte Partei im klassischen Sinne. Die Tories in England sind eine konservative Partei, nicht eine extrem rechte Partei im klassischen Sinne. Und die ÖVP in Österreich ist eine konservative Partei und nicht eine extrem rechte Partei im klassischen Sinne. Mir ist bewusst, dass es große Unterschiede zwischen diesen einzelnen Akteuren und Akteurinnen gibt. Das verheimliche ich auch nicht. Ich glaube trotzdem, dass die Strategien dahinter ähnliche sind, die in unterschiedlichen Graden ausgeführt werden. Und das ist das, was ich den radikalisierten Konservatismus nenne. Dass wir es hier mit einer Übernahme von Strategien der extremen Rechten zu tun haben, aber innerhalb des Konservatismus. Und das ist ein Problem, das ist ein großes Problem wird für eine demokratische Gesellschaft, denn es passiert nicht dasselbe, wie wenn, weil wir kennen es ja von extrem rechten Parteien. Ja, da muss man sich fragen, jetzt machen es halt drei Leute mehr, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass das auf der Leinwand des Konservatismus eine andere Wirkung hat, weil die Parteien viel breiter sind und viel tiefer in eine Gesellschaft reinwirken und es daher viel schneller zu Veränderungen in einer Gesellschaft kommt. Und ich möchte, also ich habe das anhand von 6 Schritten analysiert und ich möchte jetzt den zweiten Schritt gerne besprechen. Das ist der, den ich Polarisierung nenne. Das ist die Übernahme der Kulturkampfagenda, die wir aus extremen Rechten kennen, im Konservatismus. Es hat 20 Seiten, kleine Schulkampfseiten, aber 20 Seiten. Ich werde nicht alle lesen, sondern ich werde sagen, wenn ich dazwischen einen Sprung mache. Polarisierung. Wir und die anderen. Die staatstragenden Parteien einer gedachten Mitte hatten immer das Ziel, die Gesellschaft mit der in ihr gültigen Ordnung zu bewahren. Es war eine im Wortsinn konservative Haltung. Darum geht es im radikalisierten Konservatismus nicht mehr. Vielmehr werden Löcher in die aktuelle Gesellschaft gerissen oder bestehende Differenzen vergrößert. Es soll Unordnung und Chaos entstehen,
das man später neu ordnen kann. Polarisierung ist für den radikalisierten Konservatismus der auf Dauer gestellte Normalzustand, während die linksliberalen Kräfte weiterhin auf Vermittlung und Ausgleich setzen. Die Möglichkeit dazu wird jedoch durch das Agieren des radikalisierten Konservatismus zerstört. Polarisierung heißt nichts anderes, als eine Gruppe gegen andere zu stellen. Dabei tritt der radikalisierte Konservatismus mit dem Anspruch auf, im Namen einer vermeintlich schweigenden Mehrheit zu handeln, für die er jetzt endlich die ihr zustehende politische Macht reklamiert. Diese Frontstellung sorgt dafür, dass Gruppen, die nicht als zugehörig gelten, ausgeschlossen werden. Sie sind nicht mehr Teil einer zukünftigen Gesellschaft. Kulturkampf von rechts. In der extremen Rechten nimmt dieser Gedanke die Logik eines Kulturkampfs an. Dahinter steht die Vorstellung, dass Gesellschaft als Krieg zwischen verschiedenen kulturellen oder auch völkisch definierten Gruppen zu begreifen sei. Im Krieg gibt es immer nur Gewinner und Verlierer. Gewinnen kann man ihn nur, indem man die Feinde besiegt, nicht indem man Kompromisse schließt. Er wird auf dem Schlachtfeld ausgetragen, nicht im Parlament. Dementsprechend sind Parteien nicht mehr nur politische Vereinigungen, die das politische Tagesgeschäft bestreiten, sondern sie kämpfen für eine grundsätzlich andere Ordnung. Dieser Kulturkampf basiert auf einem streng dichotomen und manichäischen Weltbild. Die Welt ist ein Kampf von Gut gegen Böse, wir gegen die anderen. Dabei erfolgt eine moralische Aufladung in das gute Wir und die bösen anderen, die Legitimation verleiht. Ein Kampf um Ressourcen oder Macht ist schwerer zu legitimieren als ein Kampf gegen das Böse, von dem eine permanente Bedrohung für das gute Wir ausgeht. In einer faschistischen und nationalsozialistischen Ideologie sind Gut und Böse klar völkisch definiert und werden biologistisch begründet. Juden und Jüdinnen werden als verschwörerisches Kollektiv gesehen. Sie wollen Böses einfach um des Böses willen aufgrund der ihnen zugeschriebenen Natur. Ein solches Denken ist nicht nur die Basis des Antisemitismus, sondern jeder Verschwörungsideologie. Das dahinterstehende Weltbild ist leicht zu erfassen, steckt es doch in vielen Märchen und Volkserzählungen. Die Hexe ist böse, einfach so. Modernere Kinderbücher kommen freilich mittlerweile ohne diese Zuschreibungen aus und präsentieren differenzierte und weniger auf angstvolle Überwältigung ausgelegte Erzählungen. Die neoliberale Spielart eines manichäischen Weltbildes ist die Einteilung in die Fleißigen und die Faulen. Die Faulen sind aber nicht aus bestimmten, vielleicht sogar nachvollziehbaren Gründen, Burnout, Depression, körperliche Einschränkungen faul, sie sind faul aus Niedertracht oder Charakterschwäche. Welche Strategien angewendet werden, um sie dafür auch moralisch zu desavieren, ja zu dämonisieren, hat Owen Jones in seinem brillanten Buch Chefs, The Demonization of the Working Class, nachgezeichnet. Das ist kein neues Phänomen. Beispiele für diese Denkweise finden sich zuhauf. So sprach Boris Johnson 2005, damals bereits Parlamentarier, in einem Artikel für den Daily Telegraph davon, dass die untersten 20% der Gesellschaft, die in heruntergekommenen Siedlungen lebten und nur deshalb Labour wählten, weil sie sich davon größere Almosen versprechen. Und er sprach davon, uns mit den Prolls versorgen, den Losern, Einbrechern, Drogensüchtigen und den 70.000 Insassen unserer Gefängnisse, wo sie nur lernen, wie man noch erfolgreichere Verbrechen begeht. In das gleiche Horn stieß Sebastian Kurz, als er behauptete, in manchen Familien in Wien würden nur noch die Kinder in der Früh aufstehen, um in die Schule zu gehen. Im radikalisierten Konservatismus verschmelzen die Feindbilder der traditionellen extremen Rechten mit jenen des Neoliberalismus. Es wird kein hartes völkisches Weltbild propagiert, sondern Ethnie, Migrationshintergrund, völkisches und kulturelles Anderssein mit Klasse verknüpft. Das Wichtigste ist die Betonung der Differenz. Entlang dieser Linie werden Gesellschaften polarisiert. Ich spreche dann sehr lange davon, wie dieser Spin gelingt, dass gerade in den USA, gerade mit Trump, sich einerseits dieses Working-Class-Image gibt und gleichzeitig eine ganz klare Agenda gegen die arbeitende Bevölkerung fährt. Und dass es dieses Image gibt, dieses Außenseiter-Image auf der kulturellen Seite und gleichzeitig dass es reine Attitüde ist und gleichzeitig in der Politik dann wieder
die neoliberale Agenda durchkommt und diese Umverteilung von unten nach oben. Es gibt sehr viele Feindbilder, sowohl in der extremen Rechten als auch im radikalisierten Konservatismus. Ich möchte jetzt gerne noch, also das eine ist ganz stark gegen die Opposition, ganz stark gegen die außerparlamentarische Opposition, gegen NGOs. Ich möchte jetzt aber gerne noch über die Verknüpfung, also gegen Migrantinnen, das, was wir jetzt auch gerade im Buch gehört haben, darüber etwas noch erzählen. Neben dem konkreten Feind innerhalb des formalpolitischen Systems muss es auch einen diffusen Feind geben, der im vorpolitischen Raum agiert. Dieser Feind ist klar links verortet. Bei Trump rückte spätestens seit dem rechtsextremen Aufmarsch in Charlottesville Antifa ins Visier. Die rechtsextremen Gewaltexzesse an jenem Tag relativierte Trump anschließend und sprach von Schuld auf beiden Seiten. Der ehemalige Ku Klux Klan-Führer David Duke, der als Redner in Charlottesville aufgetreten war, bedankte sich anschließend bei ihm für die Ehrlichkeit und für den Mut, dass Trump die Wahrheit über Charlottesville gesagt und die linken Terroristen der Black Lives Matter und der Antifa verurteilt habe. Auch auf die massenhaft und wütenden Protesten nach der Ermordung des schwarzen George Floyd durch einen Polizeibeamten im Frühling 2020 reagierte Trump mit dem Versuch, die Black Lives Matter-Bewegung zu diskreditieren und kündigte abermals an, Antifa als Terrororganisation einzustufen. Dass das formell gar nicht möglich war oder ist, weil Antifa lediglich ein Label für eine breite Strömung antifaschistisch eingestellter Gruppierungen und Aktivistinnen darstellt, die weder über einheitliche Organisationsstrukturen noch über Sprecherinnen verfügen, die sich verteidigen könnten, spielt keine Rolle. Entscheidend war, ein düsteres Feindbild für die eigenen Fans aufzubauen. Antifa ist zugleich unspezifisch und präzise genug. Unspezifisch genug, um ihr alle möglichen unliebsamen Einzelpersonen und Gruppierungen zuordnen zu können. Präzise genug, um für die breite Masse der Trump-Anhängerinnen das Bild einer anonymen, marodierenden Horde zu evozieren. Unter diesem Label kann nun alles und jeder eingeordnet und damit auch alles und jeder kriminalisiert oder als Terrorist diffamiert werden. Auch die Kurz-ÖVP bemüht die Antifa und Linken immer wieder als Feindbild. Nachdem die Polizei Anfang Juni 2021 den Wiener Karlsplatz geräumt hatte, um eine Ansammlung feiernder junger Menschen aufzulösen und es dabei zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen war, ließ Innenminister Karl Nehammer verlauten, darüber hinaus haben die gestrigen Angriffe auf die Polizistinnen und Polizisten gezeigt, dass Aktivistinnen und Aktivisten aus dem linksextremen Bereich als Drahtzieher dieser Attacken fungieren. Belege dafür brachte er keine. Wenige Tage später sah die ÖVP erneut durch linke Gefahr für das Land treuen. Anlass war ein Vorschlag der SPÖ, das Staatsbürgerschaftsrecht an die Gesetze der europäischen Nachbarn anzugleichen und Einbürgerungen zu erleichtern. Nach mehreren deutlich ablehnenden Wortmeldungen seitens der ÖVP und FPÖ, die nahezu wortgleich die vermeintlich drohende Entwertung der Staatsbürgerschaft betonten, trieb ÖVP-Klubobmann Wöglinger die Polarisierungslogik auf die Spitze. Die Linksparteien wollen mittels Masseneinbürgerungen die politischen Mehrheitsverhältnisse im Land ändern, verkündete er in einer Pressemitteilung. Den linken Parteien geht es in Wirklichkeit einzig und alleine darum, ein Ausländerwahlrecht durch die Hintertür einzuführen und mit Hilfe von über 500.000 Einbürgerungen eine potenziell neue Wählerschaft zu generieren, die ihnen in Folge eine parlamentarische Mehrheit sichern soll. Mit Linksparteien meinte Wöglinger nicht nur SPÖ und Grüne, sondern auch die liberalen Neos. Die neurechten Identitären verstanden sofort, dass Wöglinger damit an die von ihnen popularisierte Verschwörungserzählung vom großen Austausch anknüpfte. Dahinter steht die Vorstellung, dass die autochthone Bevölkerung Europas durch gezielte Einwanderung, insbesondere aus islamisch geprägten Ländern, ersetzt werden soll. In seinem Buch Identitär, Geschichte eines Aufbruchs zählt Martin Sellner, der ehemalige, muss man mittlerweile sagen, Obmann der Identitären Bewegung Österreichs, zu den vier Gruppen, die den großen Austausch forcieren, auch
Die Politiker der Einwanderungsparteien, die auf die Stimmen der Migranten hoffen. Statt die einheimischen Wähler zu überzeugen, die ihnen reihenweise davonlaufen, setzen sie auf die wachsenden Migrantenstimmen, die sie mit offenen Grenzen, Sozialleistungen und Kollaboration mit der Islamisierung bestechen. Wenig verwunderlich lobte Selna Wögingers Position im rechtsextremen Magazin Info Direkt. Es kritisiert die ÖVP zu Recht die Einbürgerungsforderungen der SPÖ. Wöginger entdeckt dabei die Gefahr der ethnischen Wahl, der demokratiezerstörende Nebeneffekt des Bevölkerungsaustauschs. Dieses Anknüpfen an rechtsextreme Tropen ist für die ÖVP unter Kurz kein Einzelfall, wie ihr Kampf gegen den politischen Islam belegt. Nach dem Terroranschlag von Wien am 2. November 2020 wollte Kurz mit dramatischer Werf einen Straftatbestand politischer Islam einführen. Ein Sondergesetz gegen Muslime, das diesen pauschal problematische Ansichten zuschreiben sollte. Diese Forderung lenkte auch von der Tatsache ab, dass der Terroranschlag mit bestehenden Rechtsmitteln hätte verhindert werden können, da ein massives Behördenversagen dem Terroristen überhaupt erst den Weg eröffnet hatte. So war das Innenministerium von ausländischen und inländischen Geheimdiensten vor dem späteren Attentäter gewarnt worden. Und es lagen konkrete Hinweise vor, etwa auf den versuchten Kauf von Munition für ein Sturmgewehr. Übrig blieb aber ein diffuses und bedrohliches Bild eines politischen Islams, der mit dem herkömmlichen Mittel des Rechtsstaats nicht zu wendigen sei. Das Geschilderte zeigt, wie diffuse Feindbilder aufgebaut werden, die über Reizwörter funktionieren. Sowohl bei Antifa als auch bei politischer Islam entsteht ein Kopfkino voller Gefahrenbilder. Aus dieser Angstwelle bezieht der radikalisierte Konservatismus seine Kraft. Der Feind ist so schematisch, dass alles hineinprojiziert werden kann und die Gefahr nie gebannt ist. Immer, wenn man sie gerade braucht, lässt sie sich aktivieren. Jene, die dagegen argumentieren oder differenzieren wollen, machen sich automatisch zu den Apologetinnen, der Verbündeten dieser diffusen Feinde. Es geht aber nur darum, das kommunikative Angstlevel hochzuhalten. Daher muss man auch tatsächlich bestehende Probleme nie real lösen, sondern hat immer ein fiktives Bedrohungsszenario zur Hand. Beim Zuhören sind mir zweierlei Dinge eingefallen. Und zwar, wir haben die gleiche Diskussion mit den Einbürgerungen erneut. Das heißt, es muss immer wieder, wie du gerade geschlossen hast, es geht gerade die nächste Runde von vorne los. Und wenn Sie befürchten, dass durch diesen Bevölkerungsaustausch sozusagen, um bei Ihrer Spreche zu bleiben, Ihre Wähler verdrängt werden, dann haben Sie noch nie mit Wienern Taxlern gesprochen. Weil ich muss sagen, wenn man das Taxler-Orakel benutzen darf. Ich habe einige türkische Fahrer erlebt, die mit Begeisterung die FPÖ gewählt haben. Im Gegenteil, man müsste ihnen verklickern, dass die Leute verlieren, wenn die keine Staatsbürgerschaftserleichterung bekommen. Also das lässt sich ja auch nicht ganz so leicht festlegen, dass die dann alle links wählen würden. Das ist natürlich eine vollkommen absurde Annahme, weil warum sollten Menschen, die in Österreich zugewandert sind, ausschließlich linke Überzeugungen haben? Die werden ja nicht gecastet nach linker Politik, bevor sie einwandern. Also es ist absurd. Aber es ist natürlich, wie du eben schreibst, wunderbar geeignet, um Feindbilder zu erzeugen, die nicht einmal, die eigentlich auf den ersten Blick bereits absurd erscheinen müssen, wenn man sich nur ein bisschen Gedanken drüber macht. Aber es geht ja nicht darum, dass man sich Gedanken drüber macht, sondern es geht darum, dass man sofort getriggert herumbrüllt wie ihr und damit aber schon in diesem emotionalen Strom mitschwimmt und schon abgeholt ist sozusagen und alarmiert und bedroht. Und wo man sich bedroht fühlt, dann muss man sich gleich verteidigen. Und ja, also wir kennen diese Argumentation übrigens auch ganz gut aus Amerika, mit den Schusswaffen, wo sich so viele kleine Kinder pro Jahr mit Schusswaffen ums Eck bringen und andere ermorden. Und sie meinen aber, die Waffen sind natürlich dazu da, um Schutz zu gewähren. Also alleine, wenn man sich diese Statistik durchsieht, sollte eigentlich, ja, welche war die Gouverneurin, die Jesus Guns und Babys auf ihrem Plakat hatte? Wie heißt die? Das war eine von den
Trump-Anhängern, glaube ja, ich. Ja, ich weiß. Und auf ihrem Auto stand drauf, und zwar hintereinander, nicht nebeneinander, Jesus, Guns, Babys. Und ich glaube nicht, dass sie gemeint hat, dass Jesus Babys erschießt, aber es kommt dabei raus. Ne? Also ja, also von wegen erster und zweiter Blick und so. Ja. Und da steht sie lachend davor. Also ein sehr, also ich würde sagen, ein bedrückendes Bild. Ja, wir haben noch urviel Zeit. Ja. Magst du noch was lesen? Oder sollen wir in den Diskussionspart übergehen? Ich kann gern noch abschließen, weil ich wollte eben diese Bedrohung, die dann von so einer aufgescheuchten Masse ausgeht. Und da geht tatsächlich eine Bedrohung davor aus, wenn ein Mob loszieht, von irgendjemand aufgehust und die Kontrolle innerhalb der Masse, wie auch Freud schon sicherlich sehr pointiert und gut erklärt hat. In dieser Masse ist dann sehr viel möglich, in der Hysterie der Masse sozusagen. Und wir kennen diese Situationen durchaus auch aus Deutschland. In Österreich ist das nicht in dieser Art und Weise, glücklicherweise bis jetzt nicht umgesetzt worden, dass es tatsächlich zu Belagerungen und Übergriffen auf Asylwerberheime zum Beispiel kommt. In dem Fall ist es so, dass Madina am Ende der Geschichte sozusagen sich einer Attacke auf ihr Haus ausgesetzt sieht und damit natürlich auch auf das Haus von Laura. Das heißt, diese Attacke richtet sich auch bereits nicht nur gegen die, die man als fremd verortet, sondern auch noch gegen die, die denen helfen. Und das ist leider auch durchaus realistisch und möglich. Was bei mir vielleicht von deinem Buch ein wenig abweicht, was aber ich finde in Kombi sehr spannend ist, ist, es gibt eine Person, die in dieser Situation quasi die rettende Initiative ergreift. Und das ist eine sehr konservative Lehrerin, die Madina in der Schule ziemlich streng behandelt und die Madina dadurch auch gar nicht mag, das halbe Jahr über. Das heißt, diese Person ist nicht unbedingt als positive Person aufgebaut am Anfang der ersten Hälfte. Aber es ist dann im Endeffekt sie, die sich diesem Mob entgegenstellt. Also nicht jeder Konservatismus ist schlecht, wollte ich damit sagen. Es gibt die, die einfach zu dem, was sie als ihre Werte tatsächlich sehen, auch wirklich stehen, trotz Gefahr und sich auch exponieren. Und das finde ich wiederum sehr gut und wichtig. Aus diesem Grund gibt es diese Lehrerin hier drinnen, weil ich einfach diesen Blickwinkel auch noch reinbringen wollte. Gut, dann mache ich das jetzt mal. Wir haben noch Zeit. Cassandra sitzt bei uns in der Küche mit aufgestellten Ohren, aufmerksam, als ob sie in den Garten hinauslauschen würde. Was hast du denn? Sage ich zur Cassandra und kraule sie hinter dem aufgestellten Ohr. Dann schiebe ich den Bauch WT zu Laura rüber. Trink den, es wird dir besser gehen. Ich weiß nicht. Irgendwas ist, sagt Laura, ich habe ein seltsames Gefühl. Dass Laura mal ein seltsames Gefühl hat, überrascht mich. Normalerweise bin ich es, die unruhig ist. Cassandra lauscht und rennt auf einmal wild bellend die Treppe hinunter und ich ohne nachzudenken hinterher. Ich schaue durch den Spion. Man sieht nur den dunklen Garten, aber ich bilde mir ein, da draußen Bewegung wahrzunehmen. Irgendwer ist da. Laura ist mir nachgekommen. Sie greift nach der Klinke. Mama, seid ihr vom Urlaub zurück? Ich ziehe sie weg. Nein, die Tür bleibt zu. Und ich denke fieberhaft darüber nach, ob die zweite Tür, der Hinterausgang, auch zu ist. Und dann höre ich es schon, Stimmen, ein paar Stimmen, die näher kommen. Cassandra bellt und fletscht die Zähne, wie ich sie noch nie die Zähne fletschen habe sehen. Was ist das? Flüstert Laura. Das sind die, flüstere ich zurück. Und ich habe die Stimme von dem, der sie anführt, deutlich herausgehört. Er ist da und er ist nicht allein. Cassandra knurrt und bellt und geifert und schon höre ich auch Ramis Stimme, die verschlafen nach ihr ruft und Aminas. Ich renne in die Wohnung, ich will nicht, dass sie jetzt Licht machen, dass man sie von draußen sehen kann. Geht in eure Zimmer, sage ich. Und zu Laura sage ich, wir sollten Hilfe holen. Ah, und was wichtig ist zu erwähnen, sie trauen sich nicht, Hilfe zu holen oder die Polizei anzurufen, weil sie knapp davor beim Übersprayen erwischt worden sind und gerade noch so weglaufen konnten. Und Laura will natürlich nicht die Polizei holen, weil die kennen sich alle im Ort und sie hat Angst, dass sie dabei dann eindeutig erkannt wird. Was machen wir jetzt, flüstert Laura, was will der da?
Ich will es ehrlich gesagt gar nicht herausfinden. Er klingt einigermaßen betrunken und die Chance, dass er kotzt und verschwindet, ist mit viel Glück hoch, wie beim letzten Mal. Ich will es also nicht eskalieren lassen. Laudler sitzt apathisch auf der Treppe und klappert mit den Zähnen. Wir müssen uns Hilfe holen, sage ich. Und sie sagt, bitte alles, aber nicht die Polizei, die haben mich doch schon bestimmt gemeldet. Ich wähle also Frau Wischmanns Nummer, das ist ihre Sozialarbeiterin. Meine Finger zittern, ich vertippe mich mehrmals, dann höre ich lange dem Besetzzeichen zu und dem Klick, mit dem der Anrufbeantworter anspringt. Hier Praxis Wischmann, wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, dann fällt mir nichts Besseres ein, als die Nummer von Professor King rauszusuchen. Selbstverständlich ruft er jetzt sofort die Polizei, sagte King. Ich bin in 15 Minuten bei euch. Laura heult lautlos vor sich hin. Ich schiele durch die Vorhänge. Der Typ hat sich direkt vor unserem Gartentor postiert. Ich habe keine Ahnung, wie die King da durchkommen will. Ich greife nach dem Handy. Laura hält mich wieder fest. Bitte nicht die Polizei, was, wenn sie mich erkennen? Laura, sage ich, das ist nicht mehr lustig, das ist kein Spiel mehr, das ist ernst. Dann wart doch wenigstens, bis die King da ist. Rami weint los, meine Tante beeilt sich, ihn und meine Oma zu beruhigen, so entspannt wie möglich, so konzentriert wie nötig. Es fühlt sich an wie früher, als wir vor den Bomben Schutz suchten. Ich gehe durch das Haus und ziehe überall die Vorhänge zu. Mein Kopf schaltet augenblicklich in den Notfallmodus. Ich werde ganz kalt und kühl. Ich bin halb aus mir draußen. Ich bin so, wie ich in unserem Keller während der Operationen gewesen bin. Präzise wie ein vom Chirurgen geführtes Skalpell. Ich gehe von Fenster zu Fenster und prüfe es. Ich schiebe ein Sofa vor die Eingangstür. Ich spähe raus in den Garten. Es sind noch ein paar mehr. Sie grölen, sie sind alle besoffen. Sie kommen in kleinen Grüppchen die Straße vom Jahrmarkt hinauf. Der scheiß Lederjackentrottel aus meiner Schule ist auch dabei. Ich erkenne seine Stimme auch in einer gröhlenden Menge wieder, echt. Was für ein feiges Arschloch. Ein paar haben Fackeln in der Hand, einer oder zwei oder mehr. Ich kann das gar nicht so erkennen und meine Angst malt schlimmere Bilder als die, die ich sehen kann, in die Dunkelheit hinaus. Ruf sofort die Polizei, sonst mache ich es, Laura. Und trotzdem dauert es noch quälende Minuten, bis Laura es schafft, die Nummer zu wählen. Die King ruft mich zurück. Vor eurem Haus steht eine betrunkene Horde. Sie müssen zum Hintereingang, den kann ich Ihnen öffnen, sage ich. Sie müssten allerdings hinten auf das Nachbargrundstück und dann über den Zaun klettern. Sie müssen bedenken, dass eine sehr konservative Lehrerin in so hochgeschlossenen Kleidern, Lackschuhen und Strümpfen im Sommer. Also sehr, 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 konservativ. Die King bleibt erstaunlich gelassen, very British. Immerhin kann mich euer Nachbar nicht dabei erwischen, wie ich über seinen Zaun klettere. Der steht nämlich draußen vor eurem Gartentor und schwenkt eine Fahne. Die Vorstellung einer über den Zaun kletternden King lässt mich fast lachen, trotz der ganzen Situation. Ist die Polizei schon da? Nein, sage ich. Ich habe doch keine Ahnung, wann die kommen. Ich weiß es nicht. Und als ich die Tür schon einen Spalt breit geöffnet habe und die King hindurchgeschlüpft ist, höre ich, wie es noch mehr Stimmen werden. Höre die Parolen, die sie auf dem Hauptplatz auch skandiert haben. Unser Land für unsere Leute, schreit der Huber und rüttelt an unserem Gartentor, bis das Metall schwingt und kreischt. Aber er traut sich nicht drüber zu springen, Gott sei Dank. Wie bei uns alles, wie früher. Und die Polizei ist noch immer nicht da. Langsam füllt sich die Straße vor unserem Zaun. Der Ring um unser Gartentor schließt sich. Es sind viele, zu viele. Schwing dich drüber, schreit einer. Nein, das wird teuer, sagt der Huber. So besoffen kann er offenbar gar nicht sein, wenn er wenigstens das noch kapiert. Aber andere sind wesentlich betrunkener als er. Meine Oma weint und Rami auch. Ausländer raus, gröhlt ein vielstimmiger Chor von draußen. Und wieder wird am Gartentor gerüttelt. Ich höre das quietschende Metall, das an Metall reibt. Das Tor ist aus Gusseisen und wirklich schwer. Ich danke meinem Vorgefühl, dass es mich zusperren ließ. Ich habe das Gefühl, die Wut da draußen steigert sich und türmt sich auf und wird noch höher als die Welle eines Tsunamis. Und bald wird diese übereinander getürmte Wassermasse über uns alle hereinbrechen. Wenn dieser Kipppunkt kommt, der den Wasserbogen zum Einsturz bringt, und dann wird alles darunter begraben, alles. Die King sieht mich an,
sieht ins Zimmer, in dem meine Großmutter liegt, geht dann zur Eingangstür. Ruf nochmal an bei der Polizei, sagt sie. Nein, machen Sie das doch nicht, sagt Laura erschrocken und versucht, die Tür vor der King zuzudrücken. Sie aber schiebt die Hand weg, die sie hindern will, öffnet die Tür und tritt hinaus. Die Menge johlt, als sie eine Bewegung im Haus bemerkt. Im Widerschein der Fackeln wirkt die King noch hagerer als sonst. Eine Haarsträhne hat sich aus ihrem grauen Dutt gelöst und weht hinter ihr her. Das Gesicht ist schärfer geschnitten, als es mir früher aufgefallen ist, aber vielleicht ist es auch erst jetzt so geworden. Sie geht mit fliegendem Mantel seelenruhig aus unserem Haus durch den Garten und zum Gartentor. Der Schatten, den der Mantel auf den gepflasterten Weg wirft, sieht aus wie so ein Superheldinnen-Cape. Die Menge schreit, ein Farbbeutel fliegt bei ihr vorbei, ein Ei zerplatzt wie eine Granate auf der Straße, die nächste, ihre feinen Lackschuhe gelb gesprenkelt. Die King geht mit festen Schritten, sie geht, ohne darauf zu reagieren, wie eine Feldherrin. Neben dem Gartentor bleibt sie stehen. Es ist Zeit zu gehen, meine Herrschaften. Sie gröhlen und kreischen. Ich halte die Luft an. Der Huber löst sich aus der Menge und bewegt sich auf sie zu. Er wirkt bullig und gedrungen gegen ihre hagere Gestalt. Er tänzelt von einem Bein auf das andere wie so ein Boxer vor dem Kampf. Sie haben noch die Gelegenheit, das alles aufzulösen, sagt die King zu ihm. Eine kurze Zeitspanne und dann ist die Polizei da. Wir haben unsere Leute bei der Polizei, du alte Schachtel. Mag sein, aber nicht genug, antwortet sie ihm. Sie stehen Nase an Nase. Er ist nicht besonders groß und die King ist recht hochgewachsen. Sie sehen aus wie zwei Cowboys vor der Schießerei, wie zwei Duellanten. Die Menge wogt hinter dem Huber im Halbdunkel. Ich kann sie gar nicht schätzen. Vielleicht sind es 30 Menschen, vielleicht 50. Die King steht aber ganz allein da draußen. Das soll nicht so sein. Das darf nicht so sein. Ich höre meine Großmutter wimmern und meine Tante schnauben und Laura leise schluchzen. Wir haben den dicken Riegel vor die Tür geschoben. Wir haben uns alle in Sicherheit gebracht. Ich höre uns hier einatmen und ausatmen. Ich kenne das. Es ist wie damals, als die Nachbarn die Häuser der Verhassten überfielen und plünderten. Es ist, wie es immer ist, wenn Menschen aufhören, die anderen als Menschen zu betrachten. Ich denke an die Leichen auf den Feldern. Ich denke an die frisch Operierten auf Papas Küchentisch. Ich denke an all das und ich weiß, dass ich es nicht dulden werde, nicht hier, auch nicht, wenn es nur harmlos anfängt, nicht an diesem Ort, nicht mit mir. Und ich weiß auch, dass ich die King nicht allein da draußen unsere Ärsche retten lasse. Ich nicht. Bis ich die Tür entriegelt habe, wird es dauern und es wird dauern, die Tür hinter sich zu verriegeln. Halte Cassandra fest, sage ich zu Laura und dann klettere ich. Und bevor ich es noch dreimal überlege, bin ich schon aus dem Fenster und springe mitten in Susis Beet mit der Rosenhecke. Martina, nein, schreit meine Tante. Mein Herz sprengt den Bogen der Rippen und tanzt in meinem Hals. Noch haben sie mich gar nicht gesehen. Es ist zu dunkel. Die Straßenlaterne brennt weiter vorne, dort, wo die King steht. Also gut. Jetzt. Ich gebe mir einen Ruck und gehe raus aus dem Schatten. Die Menge brüllt auf. Ich straffe meine Schultern, wie ich unzählige Male es bereits getan habe, wenn mir jemand blöd gekommen ist. Ich habe es gelernt. Ich kann das. Mein Blick wird dann zum Superschild, das alles Gekotze von mir abprallen lässt. Ich habe es aber noch nie mit so vielen bösen Blicken auf einmal zu tun gehabt. Ich atme also durch und gehe auf die King zu. An meinem Kopf liegt ein Ei vorbei oder ein Stein. Und während ich noch gehe, höre ich Schritte hinter mir. Ich bin bei euch, sagt meine Tante und legt mir die Hand auf die Schulter. Die unerwartete Verstärkung erhält. Im Dunkeln wird es unruhig, die Menge wogt, sie teilen sich wie das Meer, es gibt Geschrei und Gedränge. Lasst mich durch, höre ich die Stimme unseres Kaffeebesitzers, das ist der, der sie immer beschützt hat, als es in seinem Kaffeehaus zu rassistischen Übergriffen gekommen ist. Was zum Teufel macht ihr da? Durchlassen, sofort. Er ist nicht allein, es sind ein paar aus unserem Ort da, nicht viele, aber doch, und sogar zwei aus unserer Schule, die Polizei aber immer noch nicht.
Die King versucht, sich über sich zu verschaffen. Sie späht in die Dunkelheit. Dann fasst sie wieder den Hooper ins Auge mit diesem Blick, den ich aus der Schule zu gut kenne. Wenn dieser Blick trifft, er verwandelt sich zu Stein auf der Stelle. Das kann die King besser als Gorgo die Medusa. Sie sollten sich schämen, junger Mann, sich so aufzuführen in einem Land, das ihnen so viele Möglichkeiten gibt. Und da entscheiden sie sich dazu, ihren niedersten Trieben zu folgen. Er hebt die geballte Faust, aber er schlägt nicht zu. Die Faust bleibt unschlüssig in der Luft auf ihrer Gesichtshöhe hängen und zittert. Sie zuckt nicht mit der Wimper. Es ist mir egal, sagt sie, wenn sie gewalttätig werden. Ich bin krank. Ich werde nicht mehr lange da sein. Aber Sie, Sie werden viel Zeit haben, Ihren Ärger ausbaden zu müssen. Und sie macht noch einen Schritt auf ihn zu und er weicht vor ihr zurück. Unter Gepfeife und Gebuhr der anderen. Der Kaffeebesitzer stößt ein paar Menschen zur Seite und kämpft sich zu uns durch. Einer schubst ihn, er schwankt, er findet das Gleichgewicht wieder, schubst zurück. Es entsteht ein Gerangel. Er ist bärengroß und bärenschwer. Der Mann, den er geschubst hat, fällt um. Schon ist eine Woge durch die Menge gegangen. Sie kräuselt sich und stürzt ineinander, Schreie und Fackeln. Ich hoffe nur, dass keiner auf die Idee kommt, sowas zu werfen. Jenseits der Hecke, in eines unserer Fenster oder in den Garten. Ich will nicht, dass meine Großmutter zum zweiten Mal mit ansehen muss, wie ein Garten brennt. Ich stehe vor dem Tor neben der King und ich werde dieses Tor halten, koste es, was es wolle. Alles ist nicht mehr real. Es ist ein Film. Ein Fantasy-Film vielleicht. In der Ferne höre ich das Heulen einer Polizeisirene, dann eine weitere. Sie kommen. Immer noch löst das Angst aus. Mein erster Reflex ist einfach immer Angst vor Soldaten, die kommen, um uns zu holen. Aber hier ist es etwas anderes. Ich weiß es. Ich zweifle nicht daran. Sie kommen. Sie kommen, um uns zu helfen. Feigling, zischt einer zu ihm. Die Bullen, ruft ein anderer. Und als die Autos schon mit quietschenden Reifen stehen geblieben sind und die Beamten ihre Durchsagen über unsere Köpfe rollen lassen, als die Menge sich schnell im Dunkeln und in den Gässchen und im Wald verstreut und auseinanderströmt, bis auf die Bar, die die Polizisten herausgefischt haben, und als der Hooper mit gespreizten Beinen am Polizeiauto steht, während er durchsucht wird, weil er natürlich Schimpfkanonaden brüllen musste, statt zum Rückzug zu blasen, als das alles um mich herum zerfließt und zerfällt, da wankt die King und lässt das Gartentor los und fällt. Leicht wie Papier scheint es mir. Fällt in Zeitlupe auf die Pflastersteine, die im Blaulicht pulsieren. Und sie ist so leicht, dass ich den Aufprall gar nicht höre. Aber vielleicht höre ich sowieso nichts, weil meine Ohren gefüllt sind von einem hohen, sirrenden Ton und ich weder meine Beine spüre noch meine Finger. Und als sie fällt, wirft sich meine Tante zu ihr hin und bettet ihren Kopf auf den Schoß. Und diese seltsame, irre Nacht stürzt so, wie die King gestürzt ist, lautlos und in Zeitlupe endgültig auf uns alle hinab. Vielen Dank, das war jetzt so eigentlich meine Lieblingsszene. Danke schön. Also jetzt braucht man das Buch eigentlich nicht mehr lesen. Weil jetzt weiß man, was am Ende kommt, es ist knapp vor Ende. Aber es erschien mir sehr wichtig, genau in Echo zu dem, was du vorher gelesen hast, dieses Bild zu zeigen, wie es auch, also einerseits, wie es eskaliert und andererseits, was auch nötig ist, um das zu brechen. Das ist nämlich das, was ganz wichtig ist. Wir dürfen nicht nur die Gefahr benennen. Es wäre toll, wenn wir irgendwie überlegen könnten, wie man diesem begegnet. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil die Gefahr, die, also es gibt das, was auf der Straße ist und dann gibt es das, was in den Parlamenten und den Medien ist. Und das ist so ein man ist so permanent umgeben, ja, auf verschiedenen Ebenen. Aber die Nachricht dahinter ist immer dieselbe. Die sind anders, die gehören hier nicht her. Und da ist es sehr derb ausgedrückt und das, weil wir es im Parlament hören oder wie wir es von Ministern hören,
Ich lese es jetzt nicht mehr, aber ich habe da eine Passage drinnen, wie es um die Abschiebung gegangen ist. Von bitte lese, weil ich würde dann nur sagen, vor gut. einer Woche hat doch die Generalsekretärin der ÖVP erklärt, dass Österreich an den Asylwerbenden leidet. Ja. Also es ist dann ja schon fast wie eine Krankheit, an der man leidet. Genau, also ich werde jetzt nur noch eine kurze Passage lesen, weil dahinter, die meinen das ernst, die sind dann beseelt von ihrem Rassismus. Und dann gibt es das, was so zynisch ist, ist, dass es diesen, das, was wir innerhalb von konservativen Parteien sind, ganz viel aus Kalkül passiert. Und das passiert aus einer Medienlogik heraus und das passiert deswegen, weil es diesen Wechsel gegeben hat, dass man eine Politik nur noch im Wahlkampfmodus macht. Also der Wahlkampf hört nie auf. Es ist nicht so, wie man das früher kennt, wo man zumindest anerkannt hat, jetzt hat ein Wahlkampf aufgehört und jetzt ist eine Regierung und dann muss, ganz am Anfang macht man die unpopulären Sachen, damit man sich nachher nicht mehr daran erinnert und so weiter, das ist alles klar, aber es werden so langfristige Projekte angepasst, gepackt, man einigt sich auf etwas und das arbeitet man dann halt ab. Ja? Natürlich immer mit einem Auge, wie sind die Umfragen, aber es war nicht das Bestimmende. Und was wir jetzt sehen bei Trump, bei Kurz, auch bei Johnson mittlerweile ist, dass es nur noch Umfragen getrieben ist. Also, dass nur noch populäre Themen angepackt werden. Und dass wir diese Popularität der Themen dann klar auf dieser Kulturkampfagenda basiert und dass das natürlich umso mehr man es antreibt, umso populärer wird das. Also das sind so kommunizierende Gefäße. Und das ist auch so eine permanent Aufreger produzieren, damit sich das Gegenüber, die Opposition, auch an so Kleinigkeiten unter Anführungszeichen abarbeitet und der Fokus auch verschwindet von den großen Sachen. Und ich habe da jetzt eine Passage, die heißt Riding the News Cycle. Und das schaut dann so aus. Medien berichten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Dabei gibt es eine Flut an Themen, Ereignissen und Aufregern. Diese werden als Breaking News berichtet. Reaktionen und Gegenreaktionen folgen. Der Horizont reicht dabei oft nur bis zum nächsten Morgen und dann beginnt das Spiel von vorn. Für PolitikerInnen ist es wichtig, sich auf diesen sogenannten News Cycle einstellen und auch auf überraschende Meldungen schnell reagieren zu können. Eine Möglichkeit besteht darin, alles mit der eigenen Kernbotschaft zu verbinden. Leonhard Dobosch vom linken österreichischen Think Tank Momentum Institut hat das News Cycling genannt. Sebastian Kurz beherrscht es wie kaum ein anderer. Egal bei welchem Thema, Kurz stellt immer einen Bezug zu seinem Lieblingsthema her. Seit 2015 ist es Migrationspolitik. Bildungspolitik, Problem ist der Anteil von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache. Sozialpolitik, Familienbeihilfe für Kinder im Ausland kürzen. Covid-Zahlen steigen nach dem Sommer. Kurz schließt wieder mal die Balkanroute. Das Virus kommt mit dem Auto. Mit diesem Ansatz schafft es Kurz, im Unterschied zu allen anderen, die sich temporär auf das jeweilige Thema einlassen, über den News-Cycle hinweg eine ihm genehme Kernbotschaft zu verankern. Migration ist das Problem. Positiver Nebeneffekt, Kurz wirkt dadurch auch noch prinzipienfest. Außerdem muss Kurz nie über Ankündigungen und Symbolpolitik hinausgehen, denn wenn sie zur Einlösung kommen sollen, ist längst wieder ein anderes Thema aktuell. Um zu jedem Zeitpunkt und bei jedem Thema die mediale Oberhand zu haben, werden Heerscharen an KommunikationsmitarbeiterInnen installiert. So verfügt allein das Kanzleramt unter Sebastian Kurz in der türkis-grünen Regierung über 59 MitarbeiterInnen in der Öffentlichkeitsarbeit. Hinzu kommen eigene MitarbeiterInnen eines jeden Ministeriums plus die MitarbeiterInnen in der ÖVP und parteinahen Organisationen. Das ist eine PR-Stärke, mit der Oppositionsparteien nicht mithalten können, da sie auch nicht über das Inseratenbudget verfügen. Siehe Kapitel 2.4. Ein Beispiel für den kurzfristigen inszenatorischen Erfolg ist die Diskussion um die Aufnahme von zumindest 100 Kindern aus dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, die im Herbst 2020 in Österreich geführt wurde. Gibt es auch ein Kapitel dazu. Die Wogen gingen sehr hoch. Das Thema bestimmte den medialen Diskurs. Im Sinne der News-Cycle-Logik suchte die ÖVP einen Befreiungsschlag.
nicht auf der Sachebene mit dem Aushandeln eines Kompromisses oder gar sich nachgeben, sondern rein auf Ebene der Inszenierung. ÖVP-Innenminister Karl Nehammer charterte eine russische Militärtransportmaschine. Wow, der Satz, da ist viel drinnen aus aktueller Sicht. Oh okay. Ja, der News Cycle überlebt manchmal sogar. Ließ sich mit hochgekrempten Hemdsärmeln im Laderaum fotografieren und begleitete persönlich den Transport, um Zelte und anderes angeblich dringend benötigtes Material nach Griechenland zu bringen. Material, nach dem niemand verlangt hatte und das auch nicht gebraucht wurde, wie sich einige Wochen später herausstellte. Ein weiteres Beispiel ist die Abschiebung von 4 jungen Menschen zwischen 5 und 20 Jahren im Januar 2021 in Österreich. Die 2 Familien, deren Kinder hier geboren wurden bzw. sozialisiert sind, wurden mitten in der Nacht von Polizisten mit Hunden aus ihrer Wohnung geholt und bald darauf abgeschoben. Dabei wurde, wie die ehemalige Justizministerin und Richterin am Europäischen Gerichtshof Maria Berger konstatierte, klar, das Kindeswohl verletzt. Für die ÖVP war die Maßnahme ein willkommenes Manöver, um von der Frage nach der eigenen Involvierung in den Wirecard und den Ibiza-Skandal ablenken zu können. Der Drahtzieher des Ibiza-Videos ließ nämlich einen Tag vor der Abschiebung, am 26. Jänner, breitmedial verlautbaren, ihm seien von einem ÖVP-nahen Berater 2 bis 3 Millionen Euro geboten worden, um fälschlicherweise zu behaupten, das Video sei von SPÖ oder NEOS in Auftrag gegeben worden. Fast zeitgleich wurde publik, dass ein direkt im Kanzleramt angedockter Strategieberater bis Juni 2020 für den Finanzdienstleister Wirecard tätig gewesen war, der am 25. Juni im Zuge eines spektakulären Bilanzfälschungsskandals Insolvenz hatte anmelden müssen. Beides für die ÖVP sehr unangenehme Meldungen. Der mediale Diskurs verschob sich nun aber sofort auf die Abschiebungen, das brutale Vorgehen und die Debatte um die Rechtmäßigkeit und Notwendigkeit dieser Maßnahmen. Anstatt zu beruhigen oder einen Ausgleich zu suchen, eskalierten Vertreterinnen der ÖVP. Neben dem Innenminister selbst auch der Präsident des österreichischen Nationalrats, der eigentlich über der Parteipolitik stehen sollte. Sie eskalierten die Diskussion weiter, indem sie öffentlich und offiziell die Mutter 2 der abgeschobenen Kinder zu Schuldigen erklärten und ihr vorwarfen, sie habe selbst das Kindeswohl missachtet. Da sieht man den Mob der einen und das Instrumentalisieren auf der anderen Seite. Und natürlich sind die Instrumentalisierer eleganter als der Mob, aber es greift Hand in Hand. Die Wirkung ist dann die gleiche. Es ist sogar eine noch verheerendere Wirkung, weil es ja wie eine gemäßigte und eigentlich gebildete Reaktion rüberkommt, so wie sie präsentiert wird. Und jetzt ist quasi die Frage, was macht man damit? Wie reagiert man darauf? Ich habe sicher auch einige schon falsch gemacht, indem ich mich früher zumindest sehr leicht emotionalisieren ließ. Ich lasse mich immer noch emotionalisieren, obwohl ich weiß, dass es falsch ist, aber ich muss auch manchmal auf die Frau, die nur abgestellt ist, in den sozialen Medien uns permanent aufzuregen. Ich muss auch auf sie reagieren, weil es ist nicht okay. Also das ist eine Vertreterin einer Regierungspartei, die immer mehr macht, immer noch eins drauflegt. Und man muss es wirklich zwischendurch sagen, vielleicht versucht man nicht immer den direkten Austausch zu gehen, aber man muss es mal für alle anderen sagen, das ist nicht normal. Also das ist nicht okay und es ist nicht normal. Und das kann auch nicht die neue Normalität werden. Das kann nicht etwas werden, was jetzt einfach so passiert die ganze Zeit und wo man irgendwann dann sagt, naja, was soll man tun? Und das ist, glaube ich, wichtig, immer sich vor Augen zu halten, das ist nicht normal. Ich glaube auch, dass die Grenze zu halten, um das Bild des Gartentors, von dem ich vorher vorgelesen habe, es muss jemand am Gartentor stehen bleiben und sagen, das ist nicht normal. Das ist schön. Und es ist eigentlich auch oft so, dass wenn einer dort steht oder eine in dem Fall und es sagt, dass sich dann mehr Leute dazu entschließen, sich daneben hinzustellen und das ebenfalls zu sagen. Das Problem ist, wenn dort keiner steht,
der Mensch ist ein Herdentier auf eine Art. Es geht leichter dem, der da dagegen spricht, zuzustimmen, als erster etwas zu sagen. Das ist einfach etwas, was mehr Überwindung braucht und mehr Kraft natürlich braucht. Aber es ist leider etwas, auf was wir nicht verzichten können. Diese Bereitschaft zu sagen, das ist nicht normal. Und wir halten jetzt diese Grenze. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. Und ich glaube, dieses Gartentor, das auch versperrt sein muss, ja, und dass das nicht sperrangelweit offen stehen darf, also da gibt es ganz viel. Ja. Man musste im Vorfeld schon sorgen, dass es abgesichert ist, ja, dass unsere Demokratie abgesichert ist, dass unser Rechtsstaat abgesichert ist und nicht, dass wir überall die Türen sperrangelweit offen lassen und sagen, wird schon nichts passieren, wird schon gut gehen oder auch nicht, oder es interessiert uns auch nicht so sehr. Und genau, schauen wir mal. Oder noch schlimmer, nicht sich noch mit einem Tee hinsetzen und hoffen, dass man sich jetzt irgendwie befriedet und dass sie dann vielleicht weniger aggressiv sind. Sondern das sehe ich ganz genauso. Ja. Rote Linien und diese halten. Und sich nicht die Demokratie Stück für Stück abtragen lassen, weil das ist auch, jetzt wissen wir alle, wie exponentielles Wachstum funktioniert. Das geht nicht linear, dass man sagt, dann gehen wir ein Stückchen her und ein Stückchen her, sondern das ist immer wieder ein Stückchen und dann geht es aber ganz schnell und dann bricht es komplett ein und das muss man verhindern. Und was da eben für mich auch sehr wichtig ist, es darf nicht nur von linker Seite kommen. Es muss auch jemanden geben, der sich als Mitte verortet. Wobei, was ist Mitte? Es ist mittlerweile eh schon eine ganz große Diskussion, was überhaupt die Mitte ist, durch die ganzen Verschiebungen der letzten Jahre. Und es ist auch immanent wichtig, dass auch jemand, der sich selbst als konservativ vielleicht betrachtet, auch sagt, das geht so nicht, das ist nicht was Normales. Ich glaube, es gibt sie schon. Und ich bin immer sehr froh, wenn sich einer oder eine von Ihnen zu Wort meldet. Aber das allein reicht natürlich noch nicht. Nein, also das, deswegen sage ich, es ist ein Teil quasi, also ich mit dem anderen Teil quasi habe ich auch genug auszufechten, aber ich bin sehr, natürlich bin ich bereit, die Unterscheidung zu treffen, muss man ja, und ich warte immer auf diese Stimmen, und es ist aber schon, also es gibt sie, natürlich gibt sie, aber es ist schon noch sehr ernüchternd manchmal zu sehen, dass doch quasi, wenn der Erfolg da ist, dann viele lieber sehr still bleiben. Und dabei wäre es gerade in diesem Erfolg, gerade wenn alles sehr, sehr hoch ist und sehr glitzert und sehr scheint, dass da dieser Schein schon gebrochen wird. Und wenn das von innen kommt, hat das umso mehr Wirkung. Und das, das ist wichtig. Das war in den USA wichtig und das war hier wichtig. Aber es sind leider, aber gut, man darf es nicht undankbar sein für die, die es sind, aber es sind weniger, als man oft hoffen würde. Absolut. Ja, es steht doch nur eine King da beim Gartentor, bei mir und nicht zwei und nicht drei. Aber diese eine ist dann zum Teil dann in dem Moment natürlich immanent wichtig. Ja. Einfach auch, weil manche Leute einfach Zeit brauchen, bis sie da sind. Auch das, also es passiert nicht alles gleichzeitig. Und erst recht ist darum so wichtig, dass zuerst irgendwer aufsteht, damit die anderen auch Zeit haben, nachzuziehen sozusagen. Ja, es klingt sehr beängstigend auf eine Art, es ist auch sehr beängstigend. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, je weniger Angst man hat, desto eher hat man die Kraft zu widersprechen und desto eher hat man die Kraft, sich vor das Gartentor zu stellen. Absolut. Also ich sage immer quasi als Ableitung und als Handlungsanweisung, es hilft nichts, wenn wir alle jetzt in Angst erstarren. Ja? Dieses Erstarren und dieses Entsetzen, da kann man nicht stehen bleiben. Das kann man haben und deswegen ist auch wichtig, dass man viele sind, damit immer wieder mal quasi den Schritt zurücknehmen kann. Aber das kann nicht das sein, wie die demokratischen Kräfte, wie die solidarischen Kräfte agieren, immer wieder, es ist alles so schlimm. Ja, aber wir haben keine Zeit für Fatalismus. Fatalismus ist was für gute Zeiten, da kann man fatalistisch sein, aber in schlechten Zeiten, und es sind schlechte Zeiten, da muss man mal weg von dem Fatalismus, sondern da muss man auch sehen, ja, es wird jetzt sehr holprig und es wird es und das ist es schon und es wird eher noch mehr als weniger.
gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich. Aber es heißt nicht, dass es danach furchtbar sein muss. Es ist eine Zeitenwende auf vielen Ebenen, aber es kann danach auch besser sein. Und um dieses Besser muss man sich aber jetzt schon bemühen. Und um dieses Besser, da muss man jetzt schon die Allianzen finden. Und um dieses Besser muss man jetzt ringen. Und das kann auch schnell gehen. Es kann alles immer schnell gehen gerade. Sehr volatile Zeiten, sehr dynamische Zeiten. Aber es heißt überhaupt nicht, dass das jetzt eine One-Way-Pipeline in Richtung Autoritarismus oder gar Faschismus ist. Das kann es sein. Das ist am Horizont möglich, leider. Aber es ist kein Determinismus. Sondern wer sagt, also wenn man, es sind so viele Leute und es arbeiten so viele Leute für solidarische Lösungen, und am Ende kann es sich einfach verändert haben, dass wir anders leben, anders arbeiten, anders produzieren, anders mobil sind, aber es kann auch besser sein. Und das ist genauso möglich. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Die alte Normalität bekommen wir nicht wieder, die ist vorbei. Aber es heißt nicht, dass die neue Normalität furchtbar sein muss, sondern die neue Normalität wird vielleicht am Gartenzaun verteidigt, aber dahinter ist viel Gutes möglich. Und genau, das kann dann bereichernd sein und das kann neu sein. Genau. 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 Und ich glaube, das ist das schöne Bild, das dann eben. Ja, danke. Es war die erste Szene, die ich für das ganze Buch geschrieben habe. Also ich habe mit ihr begonnen und rundherum habe ich dann den Rest quasi drum gewickelt, weil ich das so deutlich vor Augen hatte. Und das war eigentlich, diese Szene war für mich der Grund, das ganze Buch eigentlich zu schreiben. Ja, ja, das will ich. Ja, wir können jetzt auch gerne in Richtung Publikum, weil das Publikum hat jetzt 1 Stunde 15 Minuten Frontalunterricht gehabt. Länger als in der Schule. Also, falls aus jemand was dazu sagen will oder Fragen an uns hat, Kritik, ja, bitte. Ich hätte eine Frage. Hören Sie mich? Ja. Achso, es geht um den Livestream, Entschuldigung. Kein Problem. Geht schon? Ja. Ja. Frau Strobel, weil Sie das vorher erwähnt haben, so, es ist verständlich, dass Konservative, die womöglich doch ein gewisses moralisches Bewusstsein haben, sich so lange dem unterordnen, solange die anderen, sage ich jetzt mal, erfolgreich sind damit. Aber gerade in Österreich jetzt mit der ÖVP sieht man ja, dass der Erfolg von Kurz und der Konsorten ja nicht von sehr langer Dauer war. Glauben Sie, dass jetzt die, sage ich jetzt mal, guten Konservativen unter Anführungszeichen in der ÖVP wieder die Überhand gewinnen werden oder zeichnet sich das eigentlich nicht ab? Das ist ganz schwierig, weil natürlich trotz allem, also auch wenn das versucht worden ist, angebildet in dem Buch, so eine Top-Down-Regelung einzuführen, also das mit all den Vorfeldorganisationen und Bünden und so weiter, das war natürlich, weil das ein unübersichtliches Geflecht und ich quasi ich verstehe schon, warum ein Parteivorsitzender sagt, lieber wäre es mir, ich kann das alles quasi auswählen und die haben nichts zu melden. Was das für die innerparteiliche Demokratie bedeutet, ist auch klar. Aber das ist ja noch immer da. Ja? Und das hat jetzt sehr lange die Füße stillgehalten. Aber natürlich haben sich die da auch dran gehängt, beziehungsweise sitzen da überall Leute, die in Loyalität zu einer Person eingesetzt worden sind. Die sind nicht in Loyalität zur Partei eingesetzt worden, sondern sind in Loyalität zu einer Person eingesetzt worden. Und jetzt ist die Person nicht da. Und jetzt knackt dieses ganze System, wo diese Person im Zentrum, das kann mich einfach austauschen und sagen, wir setzen jetzt jemand anderen hin. Das ist das, was jetzt versucht wird. Ja, aber es ist deutlich, dass das nicht für Karl Nehammer gemacht worden ist, so wie das alles funktioniert. Und dass der seine Rolle erst findet muss, ja, und ob er die Zeit hat, aus ÖVP-Sicht auch schwierig. Er geht jetzt langsam wieder in die Rolle, die halt als Innenminister eigentlich auch hat, der Scharfmacher und das, aber er hat es am Anfang anders, seine erste oder zweite Pressekonferenz war gleich mit den Oppositionsparteien und mit den Sozialpartnern und wo er sehr versucht hat, quasi diese Kontrafigur zu sein. Das sehen wir jetzt nicht mehr, ja? Das heißt, er springt eigentlich da von Image. Und dann war diese zweite Rolle, die er hatte, war dieser Familienvater, der treusorgende Familienvater, auch in Abgrenzung zu Sebastian Kurz, das darf man nicht vergessen, wo sie da im
Im Schawan waren sie auf Skiurlaub und der Hund war noch dabei und die Kinder haben von den Rückbänken irgendwas dazwischen gerufen. Es war kein anderer Zeitpunkt für ein Krone-Interview, als wo all diese schönen Familiensachen passiert sind. Und dann sind sie noch stehen geblieben am Mondsee und haben Wurst einmal gegessen. Also das war natürlich das, alles das kennst drinnen. Du doch, wir machen das nur so. Ja genau, aber das war natürlich alles drinnen. Immer, ja. Vom Klo gebe ich noch die Pressekonferenz, wenn das sein muss. Aber dieses Image dann, und dann kam diese schräge Geschichte mit diesen... mit diesen Cobra-Beamten und dann war diese Familienvater-Geschichte auch wieder weg. Ja? Und man glaubt so, er probiert sich jetzt durch quasi, was biegt, ja? Was kommt an. Und am Ende ist es halt dieselbe Rolle wie als Innenminister, nur dass er jetzt Kanzler ist. Und ob das so durchziehbar ist, ja? Weil eigentlich, wenn man ganz oben ist, sollen die anderen die Scharfmacher machen und man selbst ist dann der das dann löst oder der quasi kühl dann das nur noch... macht, aber quasi das Emotionale und das Schwierige, dafür hat man Scharfmacher im Vorfeld. Und das ist jetzt genau das, was die Frau Sachs-Lehner macht. Ja, nur ist die Frau Sachs-Lehner auch nicht wie ein Innenminister Karl Nehammer und so sieht man, dass überall quasi dieser Qualitätsverlust da ist und es wirkt nicht gerade, und auch die Zeiten haben sich geändert. Und es wirkt jetzt auf mich nicht so, als wäre das jetzt lange zu halten. Man sieht es auch bei den Umfragen, weil jetzt kommen halt die Bread-and-Butter-Themen, wie es so schön heißt, also die Brot- und Butter-Themen. Wie kann ich meinen Alltag bewältigen? Was ist, wenn ich mir den Strom nicht mehr leisten kann? Was ist, wenn ich mir das Gas nicht mehr leisten kann? Was ist, wenn ich mit der Miete und so weiter, das Auto, Benzin, die schnöden Themen sind jetzt dann bald so wichtig, dass ich es auch nicht mehr mit Kulturkampf überdecken kann. Außer, und das ist die andere Dings, man geht ganz offensiv in diesen Kulturkampf und findet wieder, also und dann wird es grauslich, ja, aber ob sie das dann so aufmachen und ob das dann funktioniert, hier betreten wir quasi Terra Incognita, weil so die Zeiten wie jetzt, das hatten wir halt noch nicht in der Zweiten Republik. Und das ist jetzt die Frage. Und ich kann es nicht. Ich kann jetzt mutmaßen und verschiedene Wege aufzeigen, aber ich weiß es nicht. Ja? Und was es dann bedeutet für den Rechtsstaat und für die Demokratie, wenn das komplett eskaliert in dieser prekären Situation, wie wir es jetzt haben. Nicht nur Pandemie, nicht nur Krieg, sondern auch Inflation und, und. Ja? Aber in den Umfragen schaut es im Moment schon so aus, als würde das... gut ankommen. Ich habe ja die Hoffnung, dass das, was jetzt jeden betrifft sozusagen, dass das vielleicht auch das Auge schärft dafür, wie ein gutes Miteinander gelingen kann. Es ist nämlich mittlerweile quasi nicht nur eine luxuriöse Lösung, sondern die einzig mögliche, um große Unruhen zu vermeiden. Und das ist wiederum eine Chance, auch wenn sie in einer sehr bitteren Verpackung daherkommt. Ob die Chance ergriffen wird, ist natürlich wieder was anderes. Weil Hochglanzfotos in Zeiten des Wohnungsverlustes werden nicht mehr die gleiche Wirkung entfalten wie vor 3-4 Jahren. Natürlich. Ist nicht leicht, nein. Nur in Anschluss daran ein bisschen. Also ich tue mir extrem schwer mit dem Gedanken, dass es einen guten Konservativismus gibt. Und ich finde dieses Radikalisierte, das ja in Ihrem Titel drin steckt, bringt das ja auch zum Ausdruck. Also ich finde, es ist eh schön und gut, wenn dann eine Person mit Strümpfen im Sommer am Gartentor steht. Aber es bleibt halt das Kern des Problems. Also Sie haben das ja am Anfang recht schön ausgeführt in diesem Kapitel zur Polarisierung, dass diese Aneignung der neuen Rechten durch die Konservativen, also der Kern ist immer noch ein Leistungsgedanke und ein Ungleichheitsgedanke, der halt dem Konservativismus inhärent ist. Und ich sehe das viel mehr als das zentrale Problem, das man benennen müsste viel mehr, dass genau dieser Sozialdarwinismus, der in radikalisierter Form dann irgendwie in der neuen Rechten da ist, dass der Kern vom Konservativismus. Und solange man irgendwie das nicht entlarvt und radikal kritisiert, und das ist dann schon auch eine Frage des Klassismus, wird es immer so sein. Und natürlich schlägt es dann vielleicht mal wieder eine
bisschen eine positive Richtung aus, wo man irgendwie das Bild des Großindustriellen bedient, der als Wohltäter auftritt und vielleicht, ja, aber im Endeffekt ist trotzdem das irgendwie der, für mich schon irgendwie die Glut, die dann eben anfängt zu brennen und die dann aber auf einmal wieder löschend auftritt. Also das ist, kommt irgendwie komisch vor. Also ich würde auch nicht von dem Guten, das würde ich quasi, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, also ich weiß, wer sich sagen wollte, was ich betonen wollte, ist quasi, dass diese Risse, ja, diese internen Risse, egal wie man jetzt als gut oder böse oder was auch immer sieht, dass sie dazu beitragen, dass quasi es schneller quasi zu diesem Absinken wieder kommt. Ja? Das heißt, das ist, das würde ich analog bei der extremen Rechten genauso sehen. Ja? Also umso mehr Uneinigkeit innen besteht, umso besser für die demokratischen Kräfte. Das beschreibe ich auch, also das habe ich nicht vorgelesen, aber das ist auch in diesem ersten Kapitel, was ich vorgelesen habe. Ich sehe den radikalisierten Konservatismus auch nur als Symptom. Ja, ich sehe den nicht als quasi die Ursache, das hat sich jemand ausgedacht und dann gemacht, sondern das ist ein Symptom auf etwas anderes. Und dieses andere ist, dass die zwei großen Nachkriegsparteien in unterschiedlichen Parteiensystemen unterschiedlich, aber dass das im Großen und Ganzen zwei große Nachkriegsparteien gibt, die nach 1945 vor allem in den Mehrparteiensystemen in Europa bestimmend waren, eine sozialdemokratische und eine konservative, mit allen Aufs und Abs und Höhen und Tiefen. Aber die Ursache im radikalisierten Konservatismus liegt, dass diese beiden Nachkriegsparteien einen Konsens geformt haben. Der hat funktioniert über ein paar Jahrzehnte und der funktioniert aber seit 20 Jahren nicht mehr und zunehmend nicht mehr. Und das war ein Aufstiegsversprechen. Es war ein Versprechen, wenn man brav genug arbeitet und etwas lernt und umso besser man lernt und wenn man auch immer nur brav ist und seine Steuern zahlt, dann wird es einem besser gehen am Ende des Lebens als am Anfang. Und dann wird es der Generation danach noch besser gehen und so weiter. Dann hat man was zum Vererben und so weiter. Ja, das war quasi um eine Gesellschaft auch stillzuhalten, ja, weil man darf ja nicht vergessen, dass der Nachkriegskonsens darin besteht, dass man ein Wirtschaftssystem, das auf Ungleichheit beruht, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, politisch eingehegt hat durch eine mögliche Angleichung an Gleichheit. Ja. Das heißt, ein Wohlfahrtsstaat, ein Sozialstaat. Ja. Und das war der sozioökonomische Kern und dann quasi das politische Versprechen, das Aufstiegsversprechen. Aber das ist mit der Durchdringung des Neoliberalismus, hat sich das in Luft aufgelöst. Ja, das heißt, nicht einmal quasi dieser eingehegte Kapitalismus, das war möglich ein paar Jahrzehnte, das hat funktioniert, ja, auch durch natürlich quasi die Wirtschaftsleistungen nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, da kommt viel rein. Aber mit Ende der 80er, Anfang der 90er, ist es nicht möglich. Und das hat man nicht gleich gesehen und dann hat man in den 90ern noch geglaubt, jetzt, und dann haben aber auch alle mitgemacht, dann hat auch die Sozialdemokratie mitgemacht, ja, mit dem dritten Weg und Privatisierungen und was nicht was. Ja, und dann ist es gekippt und mit 2008 ist die große Zäsur da, weil mit 2008, es gibt so viele Zäsuren, aber 2008 war die sozioökonomische Zäsur, da war die Weltwirtschaft so kurz vom Kollaps, was da an Ressourcen freigemacht wurde, um das zu verhindern, dass das alles umkippt wie Dominosteine, das realisiert man vielleicht erst im Nachhinein. Und vor allem politisch, ja, mit diesen in Athen und in die 99% und so weiter, da lag quasi die Occupy-Bewegung, da lag quasi die Revolution in der Luft. Und das hat man dann politisch, dem ist man politisch begegnet, einerseits dadurch, dass es diese, sogar bei IWF und Weltbank, diese Abkehr gegeben hat, dann für eine Zeit von diesen neoliberalen Policies, weil man gesehen hat, okay, funktioniert nicht ganz so, ja, so mehr Gleichheit ist doch gut, was natürlich die Fraktionen innerhalb des Kapitals dann auf die Barrikaden gebracht hat, die aber davon gut gelebt haben. Ja, das Kapital ist ja auch kein monolithischer Block, sondern auch einzelne Fraktionen mit unterschiedlichen Interessen. Und dass die Vertreterinnen des Kapitals in der Politik begonnen haben, sich
davor zu rüsten, was passiert, wenn wieder so eine Situation kommt. Und das heißt, wir haben es mit dieser absurden Situation zu tun, dass wir es mit marktradikalen Kräften, die vom Staat nichts wissen wollen, das weiter durchsetzen wollen auf sozioökonomischer Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene, massiv den Staat gefordert haben und ihn auch bekommen haben, wenn es um Sicherheit geht, wenn es um Aufrüstung geht und wenn es um die Militarisierung des Polizeiapparats geht. Ja, da war der Staat auf einmal gut. Und man muss sich anschauen, die Polizeiapparate EU, USA, was proben die, wenn die Polizeiübungen machen? Aufstandsbekämpfung. Seit über 10 Jahren ist das erste, was die wichtigste Proben sind, Aufstandsbekämpfungsübungen, genau aus den Lehren von 2008. Ja, und das heißt, wir haben es hier mit Verschiebungen innerhalb des Kapitals zu sehen, wir haben es hier mit Verschiebungen innerhalb der politischen Vertreterinnen des Kapitals zu tun, das sind konservative Kräfte, und wir haben es gleichzeitig damit zu tun, dass dieser Konsens, der nach 45 geformt worden ist mit der Sozialdemokratie, nicht mehr wirkt. Das heißt, alle suchen nach Strategien, da wieder rauszukommen. Ja, und da gibt es natürlich diese gesellschaftlich, christlich-liberalen, was auch immer, Vertreterinnen, aber dann gibt es die nach autoritären Lösungen suchen. Und dieser Schnitt, also ich würde denen gar nicht... Die haben eine Mitschuld, weil sie diesen Konsens nicht halten konnten. Aber ich würde diese Frontstellungen, die es da geben kann, die würde ich schon betonen, ohne sie jetzt als gut oder was auch immer zu bezeichnen, einfach um zu zeigen, dass diese Risse trotzdem durch das politische Projekt durchgehen. Entschuldigung, jetzt habe ich sehr schnell geredet. Also wenn niemand anders eine Frage hat, stell ich auch eine Frage. Ich meine, die ganzen Aspekte, die Sie jetzt angesprochen haben, das ist die politische Ebene, die ökonomische Ebene etc. etc. Aber jetzt würde mich interessieren, Frau Rabinowitsch, wo spielt da quasi die Kunst rein? Also wo sehen Sie die Aufgabe, weiß ich nicht, von LiteratInnen, MusikerInnen, KünstlerInnen auf jeder Ebene, da irgendwie gesellschaftlich einzuwirken? Das ist für mich ein sehr heikles Thema, einfach aus dem Grund, weil ich Kunst prinzipiell zu nichts verpflichten kann. In dem Moment, wo ich das tue, ist es bereits keine Kunst mehr, dann ist es Propaganda oder erzwungene Botschaft. Das heißt, wenn jemand sagt, er möchte sich darin nicht beteiligen, er möchte etwas völlig anderes machen, dann soll dieser Mensch jedes Recht der Welt haben, sich nicht daran zu beteiligen. Für mich ist es so, dass ich mich sehr wohl daran beteiligen möchte, aber ich glaube, das kann jede Künstlerin, jeder Künstler nur für sich selbst entscheiden. Ich bin auch aus dem Grund so vorsichtig und auch sehr, wie soll ich sagen, zurückhaltend, was das anbelangt. Wobei mich natürlich oft Kunst interessiert, wenn sie gerade von gesellschaftskritischen, politischen Ebene herkommt. Mich schon, aber es muss nicht Pflicht sein, weil ich doch in der UdSSR groß geworden bin. Und das heißt, ich kenne diese für die Politbotschaft geknechtete Kunst zu gut. Ich kenne zu viele Wellen von dem, was es ausgelöst hat unter den Künstlern und Künstlerinnen. Ich bin dadurch da wirklich sehr vorsichtig, wenn ich sage, welche Rolle hat die Kunst darin, denn das kann nur eine Freiwillige sein. Das ist für mich das Wichtigste. Macht alles, was ihr für richtig und wichtig befindet, macht es bitte nur auf freiwilliger Basis. Ich würde auch sofort jede Kunstform in Schutz nehmen, wenn sie dazu verdonnert werden soll, sich gesellschaftspolitisch äußern zu müssen. Gleichzeitig ist es so, dass große Kunst so gut wie immer sowieso daran vorbeischrammt oder mitten reintrifft. Weil es ja immer eine Rückmeldung an die Gesellschaft ist, egal was jetzt immer da beschrieben, gezeigt, gesungen wird. Es gibt natürlich kaum Möglichkeiten, nicht auf die Gesellschaft zu reagieren, ja? So wie man eben nicht kommunizieren kann. Aber wie gesagt, es muss freiwillig sein. Ich schreibe dieses Buch unter anderem, also ich schreibe Gott sei Dank nicht mehr. Ich schrieb dieses Buch unter anderem, weil mir wichtig war, Jugendlichen
Erlebnisse des Krieges näher zu bringen, Erlebnisse der Ausgrenzung, des Rassismus, des sich wieder aufraffens und was es einfach für eine Arbeit bedeutet, sich neu zu verwurzeln in einem anderen Land, in einem anderen System, in einer anderen Sprache, weil ich das Gefühl hatte, dass es viele einfach gar nicht nachvollziehen können, weil sie es einfach selber glücklicherweise nicht erlebt haben. Also war für mich schon klar, ich äußere mich da sehr gesellschaftspolitisch natürlich in dem Moment, in dem ich direkt im Endeffekt darauf reflektiere, wie das ist. Einerseits, weil ich es zum Teil selber kenne, aber nur zum Teil. Andererseits, weil ich viel Erfahrung damit gesammelt habe, wie sich diese Menschen, die vor Krieg geflohen sind, fühlen, weil ich doch sehr lange Zeit in Psychotherapien und Psychiatriesitzungen gedolmetscht habe, fast 6 Jahre insgesamt. Das heißt, alles, was in diesem Buch enthalten ist, bis auf die Eskalation, also vor allem alles, was im ersten Teil enthalten ist, ist auf dieses Wissen aufgebaut. Und ich empfand es als meine Pflicht, das weiterzutragen. Aber das war quasi, ich habe mich selber dazu eingeteilt, es als meine Pflicht zu betrachten. Also ich hoffe, die Antwort war auch irgendwie ausgewogen, weil ich bin schon ein bisschen drüber wegen der Maske. Glaube ich. Ich glaube, falls es jetzt nicht noch brennende Appelle gibt, die ganz wichtig sind, würde ich jetzt fast irgendwie diesen Kreis zum Abschluss bringen. Vielleicht. Dann sage ich noch Abschlusswort und du darfst es dann beschließen. Ich habe gerade Abschlusswort. Ach so, Entschuldigung. Ich bin fertig. Dann möchte ich mich noch bei dir bedanken, dass du den Anschluss zu diesem Abend gegeben hast. Danke für dein Buch. Ich glaube, trotz allem, obwohl die vorgelesenen Passagen nicht so schön waren, obwohl das auch kein Fun at Parties Buch ist, glaube ich, ist es trotzdem wichtig, trotz alledem zuversichtlich rauszugehen, denn es gibt trotz allem eine offene Zukunft und das ist auch was Gutes und eine Zukunft, die divers ist, die plural ist, eine Zukunft, die solidarisch ist und ich glaube, dafür lohnt es sich auf jeden Fall zu kämpfen. Dankeschön. Das sind wunderschöne Abschlussworte. Ich geniere mich jetzt gerade total für mein absolutes Abstinken davor. Natürlich würde ich mich sehr gerne auch bei dir bedanken. Wirklich. Völlig unter aller Sau. Ja, also keine Angst und erhobenen Hauptes in die Zukunft, wenn es geht. Ja, dann darf ich oder dürfen wir uns bei Ihnen beiden herzlich bedanken für den schönen Abend, für das engagierte Gespräch, auch unter Mitwirkung des Publikums, für die Lesungen aus diesen sehr unterschiedlichen Büchern und ja auch für die sehr optimistischen Schlussworte. Auch zwischendrin war mal so ein Plädoyer, das glaube ich sicher an der Zeit ist auch. Danke Ihnen fürs Kommen. Ich verweise noch auf den Büchertisch, wo Sie die Bücher finden und wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Julia Rabinowitsch und Natascha Strobel. Vielen Dank.